Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Syrien hat es angeblich einen verheerenden Einsatz von Giftgas gegeben. Vertreter der Opposition warfen der Armee vor, nahe der Hauptstadt Damaskus mit Chemiewaffen gegen Aufständische vorgegangen zu sein. Dabei wurden ungesicherten Angaben zufolge hunderte Menschen getötet. Manche Quellen sprechen sogar von mehr als 1000 Toten. Bundesaußenminister Westerwelle sagte, die Vorwürfe seien schwerwiegend und alarmierend. Noch heute Abend will sich der UN-Sicherheitsrat in New York damit befassen. Am frühen Morgen griff die syrische Armee mehrere Vororte von Damaskus an. Eine Offensive gegen die Rebellen. Das wird von der Regierung Assad nicht bestritten. Nach Angaben der Opposition sollen Assads Truppen dabei angeblich Chemiewaffen eingesetzt haben. Hunderte Menschen seien daran gestorben. Männer, Frauen, Kinder, sie alle seien nach dem Einatmen einer giftigen Substanz erstickt. Wir haben keine Chemiewaffen eingesetzt, sagt Assads Informationsminister. Das ist absurd, aber es ist sehr einfach, diese Vorwürfe zu entkräften. Seit Sonntag sind 20 Chemiewaffenexperten der Vereinten Nationen in Syrien. Sie sollen den angeblichen Einsatz von Giftgas in drei älteren Fällen untersuchen. Ob sie auch diesen Vorfall überprüfen dürfen, werde derzeit mit der syrischen Regierung diskutiert. Die syrische Auslandsopposition fordert die Weltgemeinschaft zum Handeln auf. Die internationale Gemeinschaft muss dem Abschlachten von Syrern und dem Töten ihrer Kinder mit Giftgas ein Ende machen. Das verlangen wir. Das ist unser Recht und das ist die Pflicht dieser Welt. 1300 Menschen sollen bei dem Angriff heute ums Leben gekommen sein, so die syrische Nationalkoalition. Großbritannien will den Fall vor den Sicherheitsrat bringen. Zu den Vorfällen in Syrien jetzt eine Einschätzung unseres Korrespondenten Volker Schwenk. Auch Stunden nach den ersten Meldungen gibt es noch keine unabhängige Bestätigung, ob Assad Giftgas eingesetzt hat oder nicht. Wir können die Internetvideos nicht überprüfen. Dabei sind die UN-Inspektoren im Land. Aber sie müssen derzeit erst noch verhandeln, ob sie die paar Kilometer von ihrem Hotel zu den Orten fahren dürfen, an denen heute angeblich so viele Menschen starben. Es sind noch viele Fragezeichen an dem, was die syrische Opposition ein Massaker nennt. Und doch ist Assad unter Druck. Denn stimmt er jetzt dieser Untersuchung durch die UN-Experten nicht zu, dann dürfte das als Eingeständnis gelten, dass da etwas zu verbergen ist. Zurück zu Susanne Daubner. Als Reaktion auf die ausufernde Gewalt in Ägypten will die Europäische Union vorerst keine Waffen mehr an Kairo liefern. Einem Beschluss der EU-Außenminister zufolge betrifft dies alle Güter, die dazu genutzt werden könnten, die Bevölkerung zu unterdrücken. In einer gemeinsamen Erklärung riefen die Minister die Konfliktparteien in Ägypten dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. U-Boote aus Deutschland sind ein Exportschlager. Ein ähnlicher Typ sollte auch nach Ägypten geliefert werden. Ob dieses Geschäft noch zustande kommt, ist ungewiss. Heute beschloss die EU zunächst ein Exportverbot für alle Waffen, die zur Unterdrückung der Bevölkerung im Inneren eingesetzt werden können. So haben wir hier vereinbart, dass jeglicher Export von Gütern, die für die Repression jetzt in dieser auch gewaltaufgeladenen Lage eingesetzt werden können, unterbleibt. Die Minister beschlossen im Gegenzug, dass alle Hilfs- und Finanzzusagen, die direkt der ägyptischen Bevölkerung zugutekommen, auch fortgeführt werden. Unsere Rolle war uns, auf die Seite der 90 Millionen Ägypter zu setzen. Davon sind 3% Muslimbrüder. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir auch geben, dass wir an die Zukunft dieser Menschen denken. Europas Außenbeauftragte Lady Ashton soll die Zusammenarbeit zwischen EU und Ägypten prüfen. Davon abhängig sind dann weitere Geldzahlungen an das Krisenland. Wir wollen unser enges Verhältnis zu Ägypten behalten und wir wollen helfen. Gleichzeitig stehen wir aber auch zu unseren Prinzipien und unseren Werten. Europa bleibe für viele Ägypter ein wichtiger Partner, nicht nur um das Land wieder auf die Beine zu stellen, sondern auch um Menschenrechte und Meinungsfreiheit zu sichern.
Der Protest gegen das neue Asylbewerberheim in Berlin-Hellersdorf hat eine Diskussion über die Situation von Flüchtlingen in Deutschland ausgelöst. Auch angesichts der steigenden Zahl von Asylanträgen forderten Politiker verschiedener Parteien, sich verstärkt um das Thema zu kümmern. In Hellersdorf demonstrierten Gegner und Befürworter der Flüchtlingsunterkunft heute erneut. Einige Bewohner haben das Heim aus Angst vor Übergriffen bereits wieder verlassen. Noch immer ist keine Ruhe eingekehrt in Berlin-Hellersdorf. Bereits am Morgen wurde wieder demonstriert. Rund 100 Befürworter bekunden ihre Solidarität mit den Flüchtlingen, die vor allem aus Kriegsgebieten wie Syrien oder Afghanistan kommen. Ich möchte nicht das durchmachen, was die Leute durchgemacht haben. Ja, ich meine, dann bin ich auch irgendwo froh, dass mich irgendwie jemand aufnimmt und mir ein Dach über den Kopf gibt. Wir in Marzahn-Hellersdorf zeigen auch, dass hier kein Platz ist für rechtes Gedankengut. Bereits gestern gab es Demonstrationen. Rechten Gruppen standen rund 400 Befürworter des Heimes gegenüber. 4 Polizisten wurden verletzt, 25 Personen festgenommen. Und die Flüchtlinge? Einige von ihnen haben bereits aus Angst vor Übergriffen das Heim wieder verlassen, zurück zum Erstaufnahmelager. Rechtes Gedankengut, das ist auch heute wieder zu hören. NPD und etwa die rechtspopulistische Partei Pro Deutschland nutzen die Ängste und Vorurteile einiger Anwohner für sich. Dass sie so Menschen für sich gewinnen können, sei die Folge einer verfehlten Asylpolitik der letzten Jahre, kritisieren unter anderem Flüchtlingsverbände. Es war absehbar, dass die Flüchtlingszahlen steigen. Die Politik hat nicht reagiert. Die Asylverfahren dauern länger, weil es personelle Planungsfehler beim Bundesamt gibt. Mehr als ein Jahr müssen Asylbewerber auf ihren Bescheid warten. Auch das verschärft die Unterbringungssituation. Bundesweit fehlen Plätze. Hier in Hamburg etwa müssen Betroffene sogar in Zelten wohnen. Der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages legt morgen seinen Abschlussbericht vor. Anderthalb Jahre haben sich die Fraktionen mit den Morden der rechtsextremen Terrorzelle und den Fehlern der Ermittler beschäftigt. Sie sichteten Tausende von Akten und hörten mehr als 90 Zeugen. Das erste zeigt heute um 23.30 Uhr eine Dokumentation über die Aufarbeitung der Ermittlungspannen. Der Abschlussbericht. Morgen soll er beschlossen werden, und zwar einstimmig. Das hat es bei Bundestagsuntersuchungsausschüssen noch nicht gegeben. 47 Empfehlungen werden die Abgeordneten zur Reform der Sicherheitsbehörden geben. So soll etwa der Generalbundesanwalt schneller ermitteln können. Oder bei Gewalt gegen Migranten soll die Polizei rechtsextreme Motive prüfen. Lehren aus dem NSU-Desaster. Wir dürfen kein Extremismusphänomen unterschätzen, so wie wir es beim Rechtsextremismus gemacht haben. Und wenn etwas passiert, müssen die Behörden zusammenarbeiten. Und die Dinge müssen auch zur Chefsache werden, schwere Verbrechen. Der Ausschuss stieß auf unzählige Ermittlungspannen. In der Bombenwerkstatt des untergetauchten Trios zum Beispiel fand die Polizei eine Adressliste, die aber für die Fahndung nie benutzt wurde. Vor allem aber schockierte den Ausschuss, dass bei den ersten 9 Morden, wie auch bei dem Bombenanschlag 2004 in Köln, die Polizei nahezu ausschließlich in Richtung organisierte Kriminalität ermittelte und die Opfer als Kriminelle verdächtigte. Ich unterstelle nicht, dass diese Beamten Rassisten sind. Aber die Ermittlungen hatten aus meiner Sicht regelrecht rassistische Züge. Und das gesteht man sich bis heute nicht ein. Immerhin, das Terrortrio wurde nicht, wie häufig vermutet, von einer staatlichen Stelle, zum Beispiel im Verfassungsschutz, gedeckt. Dafür hätten sie keine Hinweise gefunden, erklären alle Fraktionen. Beim Verfassungsschutz allerdings endet die Gemeinsamkeit. Die Linke will den Geheimdienst abschaffen. Die anderen Parteien wollen ihn erhalten, allerdings gründlich reformiert. Die Opposition fordert von der Regierung Klarheit über weitere Hilfen für Griechenland. SPD und Grüne riefen Finanzminister Schäuble auf, alle Zahlen und Details offenzulegen. Schäuble hatte gestern bei einem Wahlkampfauftritt gesagt, es werde in Griechenland noch einmal ein Hilfsprogramm geben müssen. Regierungssprecher Seibert betonte heute, es gebe keinen neuen Sachstand. Die Bundeskanzlerin verteidigte bei einem Wahlkampfauftritt die Äußerung ihres Finanzministers. Der Opposition warf Merkel Scheinheiligkeit vor. Und ich bin schon ein bisschen erstaunt. Jeder Abgeordnete hat alle Materialien. Und das, was Wolfgang Schäuble gestern gesagt hat über Griechenland, das hat jeder gewusst. In Schleswig-Holstein hatte Wolfgang Schäuble gestern ein neues Hilfsprogramm für Griechenland angekündigt, ohne die sonst üblichen Einschränkungen. Es wird für Griechenland nochmal ein Programm geben müssen. Das ist auch schon lange gesagt worden. Das ist der Öffentlichkeit in der Bundeszeit immer gesagt worden. Die Opposition hofft auf ein neues Wahlkampfthema.
Bisher war erkennbar, dass Frau Merkel keinerlei Interesse hat, das Thema Europa und Eurozone in diesem Wahlkampf auf die Tagesordnung zu stellen. Das ist durchkreuzt worden von Herrn Schäuble gestern im schleswig-holsteinischen Ahrensburg. Frau Merkel hat erneut versucht, Deutschland hinter die Fichte zu führen. Und Herr Schäuble hat sich verplappert. Die FDP sieht einer Wahlkampfauseinandersetzung über die Euro-Rettung eher gelassen entgegen. SPD und Grüne wollen die Haftung der Bundesrepublik Deutschland für alle Schulden in Europa und zusätzliche Risiken den deutschen Steuerzahler aufladen. Über diese Frage können wir sehr gerne diskutieren die nächsten 32 Tage. Ich ahne, wie es ausgeht. Die Bundesregierung will erst nach Auslaufen der bisherigen Rettungsprogramme für Griechenland 2014 über neue Hilfen entscheiden. Der Bundesfinanzminister wollte sich heute nicht mehr äußern. Wolfgang Schäuble ist die klare Ansage zu Griechenland wohl eher unabsichtlich rausgerutscht. Doch das Thema Euro-Rettung birgt auch für die Opposition schwer kalkulierbare Risiken. Die Forderung nach einer Schuldenunion war bisher im Wahlkampf von SPD und Grünen nur schwer zu vermitteln. Zudem haben beide Parteien allen Rettungspaketen im Bundestag zugestimmt. Ein Militärgericht in den USA hat den Soldaten Bradley Manning zu 35 Jahren Haft verurteilt. Die zuständige Richterin blieb damit deutlich unter der Forderung der Anklage von mindestens 60 Jahren Gefängnis. Manning war bereits Ende Juli unter anderem wegen Geheimnisverrats und Spionage schuldig gesprochen worden. Der 25-Jährige hatte Hunderttausende vertrauliche Dokumente an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergegeben. Ruhig und ohne sichtbare Emotionen hat Bradley Manning heute das Militärgericht in Fort Meade betreten. Auch das Urteil, 35 Jahre Haft, nimmt er regungslos entgegen. Die Anklage hatte mindestens 60 Jahre gefordert. Doch Militärrichterin Lind hat mildernd berücksichtigt, dass der Informant erst 25 Jahre alt ist und sich für seine Taten entschuldigt hat. Kameras waren auch diesmal nicht zugelassen. Das heutige Urteil gegen Bradley Manning ist ein Wendepunkt in der Geschichte der Pressefreiheit. Wir müssen endlich entscheiden, welche Freiheiten und persönliche Rechte wir aufgeben wollen im Namen der nationalen Sicherheit. Manning hatte hunderttausende geheime Dokumente an WikiLeaks weitergegeben. Vor allem dieses Militärvideo aus dem Irak schockierte. Der tödliche Beschuss von Zivilisten aus einem US-Hubschrauber, während die Soldaten die Jagd zynisch kommentieren. 3,5 Jahre Gefängnis werden ihm wegen der harten Bedingungen seiner Untersuchungshaft angerechnet. Manning hat bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Präsident Obama hatte Manning bereits vor Prozessbeginn als schuldig bezeichnet. Mit harter Hand geht er gegen Whistleblower vor. Menschenrechtler sind überzeugt, hier sollte ein Exempel statuiert werden, um andere von der Weitergabe vertraulicher Informationen abzuschrecken. Und eine Wirkung hat der Prozess bereits. Der Vater von Edward Snowden hat seinem Sohn geraten, doch nicht nach Amerika zurückzukommen. Hier drohe ihm dasselbe Schicksal wie Manning. Mehr zum Fall Manning finden Sie bei tagesschau.de. Dort stellen wir den WikiLeaks-Informanten auch in einem Porträt vor. In Köln hat die Computer- und Videospielmesse Gamescom begonnen. Sie gilt als das wichtigste Branchentreffen in Europa. Im Mittelpunkt stehen die beiden neuen Konsolen von Sony und Microsoft, die erstmals in Deutschland präsentiert werden. Insgesamt stellen mehr als 600 Aussteller ihre neuen Produkte vor. Die Gamescom ist von morgen an für das breite Publikum geöffnet. Auf diese schwarzen Kästen haben die Spielefans sehnsüchtig gewartet. Nun können sie endlich ausprobieren. Die neuen Konsolen PlayStation 4 und Xbox One sind die Hauptattraktionen der diesjährigen Gamescom. Die Hersteller überbieten sich gegenseitig mit technischen Weiterentwicklungen, um sich im kommenden Weihnachtsgeschäft die beste Startposition zu sichern. Mit ihrer ausgefeilten Grafik laufen die Spieleneuheiten bereits Hollywood-Filmen den Rang ab. 300.000 Besucher erwarten die Veranstalter bei der Messe in den kommenden Tagen. Ohnehin sind Computerspiele längst kein Nischenprodukt mehr. Was wir sehen, ist, dass immer mehr Menschen in den unterschiedlichsten sozialen Schichten, in den unterschiedlichsten Altersgruppen beispielsweise spielen. Jährlich gewinnen wir rund 5-6% mehr Spieler für die Computer- und Videospielbranche hinzu. Der große Trend der Messe, nicht mehr alleine, sondern gemeinsam spielen. Verbunden übers Internet oder soziale Netzwerke können die Spieler zusammen die digitalen Welten entdecken, selbst weiterentwickeln und auch das Geschehen bei anderen beeinflussen. Und auch das wird immer wichtiger. Mobile Gaming, also Spiele für Tablets oder Handys, überall und immer, wenn man gerade Lust darauf hat. Hunderte Neuheiten präsentieren sich auf der Messe. Für Spielefans ist Köln in den nächsten Tagen der Himmel auf Erden.
Der Schriftsteller Erik Neutsch ist tot. Der 82-Jährige starb gestern in seiner Wohnung in Halle. Neutsch war einer der erfolgreichsten Autoren der DDR. Zu seinen bekanntesten Werken gehört Spur der Steine. Der Roman wurde Mitte der 60er Jahre mit Manfred Krug in der Hauptrolle verfilmt. Kurz nach der Premiere wurde der Film aber wegen seiner kritischen Sicht auf die DDR abgesetzt. Und nun die Lottozahlen. 5, 15, 21, 27, 29, 48, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 22. August. Das Hoch, das sich über weite Teile Europas erstreckt, sorgt auch bei uns für ruhiges und zum Teil recht freundliches Wetter und für steigende Temperaturen. Im Norden und Westen Deutschlands macht sich allerdings das Tief bei Großbritannien bemerkbar. Dort im Norden ziehen in der Nacht zeitweise dichte Wolken vorüber, sonst klart es vielerorts auf, stellenweise bildet sich Nebel. Am Tag Sonne und Wolken. Im Osten und Süden zeigt sich die Sonne gebietsweise für längere Zeit. Im Norden und Westen mehr Wolken, im Nordwesten örtlich etwas Regen. Der Wind wird schwach bis mäßig und kommt aus Ost bis Nordost. In der Nacht Werte zwischen 16 und 7 Grad, am Tag 20 Grad bei Seewind an den Küsten und 28 Grad am Oberrhein. Am Freitag ist es teils freundlich, teils stark bewölkt, im Westen örtlich Regen, im Süden einzelne Gewitter. Am Samstag ist es im Nordosten durchweg sonnig, sonst vor allem im Südwesten Gewitterschauer. Auch am Sonntag im Nordosten freundliches Wetter, im übrigen Land Regen, Schauer und einzelne Gewitter. Um 22.15 Uhr melden wir uns wieder mit Thomas Roth. Seine Tagesthemen: Vorwürfe. Hat Syrien wirklich Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt? Und Brennpunkt Berlin. Die Angst der Asylbewerber in Hellersdorf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.